jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölwe-Richter und Klaus Kleber. Guten Abend. Interessante Zahlen heute bei der SPD. 6 Zweierteams standen zur Vorwahl um den Vorsitz. Nur einer von den 12 Leuten ist bundesweit prominent. Klar, als Bundesminister und Vizekanzler. Olaf Scholz musste heute Abend Platz 1 schaffen. Hat er auch, aber jetzt ist K.O.-Runde und Scholz mit seiner Partnerin Clara Geiwitz muss den Atem der Verfolger im Nacken spüren. So nah sind die. Nur 1,6 Prozentpunkte weg. Der ehemals NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und seine Teamkollegin Saskia Esken, Informatikerin, Bundestagsabgeordnete aus Schwaben. Sie waren Außenseiter, seit heute Abend sind sie ganz vorne mit dabei. Die Parteiregie macht es spannend. Um kurz nach 6 Uhr am frühen Abend schlängeln sich die Auszähler von oben nach unten im Willy-Brandt-Haus. Leises Gemurmel. Der Schatzmeister und Chef des Wahlvorstandes verkündet das Ergebnis. Langer Dank an Notare. Es hat etwas von der Verkündung der Lottozahlen. Und dann kommt er doch kurz ins Schleudern. Ja. Das Ergebnis fehlt nicht, nein. Wirkliche Favoriten gab es nicht, doch Olaf Scholz lächelt, ja lacht, für seine Verhältnisse besonders viel siegesgewiss. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entfielen 44.967 Stimmen, das entspricht einem Anteil von 21,04%. Auf Clara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 48.473 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 22,68%. Olaf Scholz hat es fürs Erste geschafft. Der Mann des politischen Establishment, Finanzminister, Vizekanzler, keiner steht so für die große Koalition wie er. Er hat es fürs Erste geschafft und denkt schon an die Zukunft. Das Wichtigste ist, dass die SPD eine mutige Partei ist und dass sie sich was zutraut. Und sie soll sich vor allem zutrauen, dass sie Wahlen gewinnen kann. Das wollen wir gerne beweisen, dass man mit der SPD rechnen muss. Muss man mit ihm rechnen? Olaf Scholz und die Brandenburgerin Clara Geiwitz müssen im November in die Stichwahl gegen das Team, das dicht an ihnen dran ist. Norbert Walter-Borjans, er hat den wichtigen NRW-Landesverband hinter sich und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Sie sind sich einig, dass sie mehr Ausgleich wollen zwischen Arm und Reich. Sie sind sich uneinig mit Blick auf die große Koalition. Ich gehöre zu denen, die die Hoffnung nie aufgeben. Wir haben noch Zeit bis zum Parteitag. Wir werden sicher auch informell mal Kontakt aufnehmen und sagen, wie kann man denn gemeinsam weitergehen. Wir werden versuchen, eine gemeinsame Strategie für die Zukunftsfragen zu finden. Ich sehe da eigentlich keine Chance. Das heißt also, es besteht durchaus auch ein Potenzial natürlich für andere Bündnisse. Und dann sind da noch die Verlierer, Ralf Stegner zum Beispiel, linker SPD-Querkopf aus Schleswig-Holstein und Gesine Schwan, Parteiintellektuelle. Um die Frage der Zukunft der Großen Koalition gehe es in erster Linie nicht. Wenn die SPD sich nur über GroKo oder nicht GroKo definiert, dann geht es uns richtig schlecht. Es geht darum, dass die SPD wieder stärker wird, dass wir Angebote machen für die Menschen in Deutschland, was die richtige Politik ist und das ist nicht abhängig davon, mit wem man das tut. Von der Bühne im Willy-Brandt-Haus bis zum Büro des Parteivorsitzenden ist es nur eine Fahrstuhlfahrt hinauf in den 5. Stock. 2 Teams kämpfen um den Einzug, kämpfen um den schwierigsten Job, den die SPD zu vergeben hat. Einen schönen guten Abend, Frau Esken. Guten Abend, Herr Kleber. Sie liegen mit Norbert Walter-Borjans nur um Haaresbreite hinter dem Vizekanzler und Finanzminister und seinem Team. Sind Sie jetzt die Alternative, die es schnell raus will aus der Großen Koalition und die anderen sind Ihre Gegner in der Frage? Wir haben diese Frage immer so beantwortet, dass wir sagen, wir stellen die Inhalte in den Vordergrund. Es geht jetzt wirklich um wichtige Zukunftsfragen, die in Deutschland anstehen, die gelöst werden müssen. Der Klimawandel, der digitale Wandel. Und da müssen Verteilungsfragen beantwortet werden. Und da stehen wir vor der großen Frage, wird es möglich sein mit CDU und CSU? Ich glaube nicht daran. Das heißt, Sie tendieren in eine andere Richtung als der Vizekanzler. Und das ist die Alternative, die die Partei jetzt entscheiden muss.
Die Partei muss sich vor allem entscheiden, wie sie in Zukunft ausgerichtet sein möchte, mit welcher Ausrichtung, mit welchen inhaltlichen Angeboten wir auch wieder eine größere Zustimmung bei den Wählern erhalten wollen und mit welchen wirklich wichtigen Zukunftsfragen wir auch tatsächlich uns politisch beschäftigen wollen. Nun verspricht soziale Gerechtigkeit, gute Digitalisierung, Arbeitsplätze und eine blendende Zukunft auch das Team von Herrn Scholz. Was ist das, was Sie einzigartig und vorzuziehen macht? Ich bin einfach der Meinung, dass wir mit den kleinen Schritten, die in der Großen Koalition in den letzten 6 Jahren gemacht wurden, die großen Fragen nicht beantworten können. Große Koalitionen waren in der Vergangenheit erstens die Ausnahme und zweitens immer Bündnisse für große Fragen, die dann gelöst werden mussten mit auch wirklich großen Würfen. Und das sehe ich heute nicht mehr. Und die wären notwendig, weil wir wirklich vor schwierigen Aufgaben stehen. Das heißt, Sie sehen die Zukunft nicht mehr an der Seite der CDU, sondern in einer zum Beispiel rot-rot-grünen linken Mehrheit. Ich kann mir in so einem Bündnis tatsächlich vorstellen, dass wir diese Aufgaben besser lösen können, ja. Aber rein rechnerisch kriegen Sie das nie und immer zusammen im Moment. Ja, das hat auch damit zu tun, dass die SPD im Moment wenig Zuspruch hat, dass die Menschen in der SPD die sozialdemokratische Idee nicht mehr verwirklicht sehen. Die Idee des Aufstiegs durch Bildung, die Idee der sozialen Gerechtigkeit, des Ausgleichs, auch eines Arbeitsmarkts, wo Ordnung herrscht und wo Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herrschen. Und da müssen wir einfach wieder einen anderen Ansatz wählen, um die Sozialdemokratie wieder in die Herzen auch der Menschen zu tragen. Ihr Wahlkampf innerhalb der Partei geht jetzt in Runde 2, die K.O.-Runde. Ist jetzt auch ein bisschen Schluss mit dem Kuschelkurs der Vorrunde? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir inhaltlich uns noch stärker abgrenzen werden. Das wird auch Olaf Scholz und das wird auch Clara Geiwitz so sehen. Aber dass wir persönlich weiterhin mit einem fairen Umgang, mit einem anständigen Umgang miteinander zu rechnen haben, das haben wir uns bisher so versprochen und das werden wir auch weiter so halten. Und die Entscheidung muss am 8. Dezember beim Parteitag fallen. Weiter mit GroKo oder Schluss? Da fällt die Entscheidung über die GroKo. Das werden unsere Mitglieder, unsere Delegierten zu entscheiden haben. Das ist richtig. Dort fallen aber auch viele andere Entscheidungen. Da sind ja große Leitanträge vorbereitet, zum Beispiel zur organisationspolitischen Aufstellung der SPD. Wie sollen neue Strukturen geschaffen werden, die auch, sagen wir mal, eine Online-Beteiligung ermöglichen und viele andere Dinge. Wir werden uns widersprechen. Danke für heute Abend. Vielen Dank. Das Gespräch hatten wir genauso um 20.15 Uhr. Heiko Maas, Außenminister, war heute ein paar Stunden in der Region, über die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer für seinen, Maas, Geschmack diese Woche zu viel und zu unabgestimmt redet. Ankara, Hauptstadt der Türkei. Ein Ertrag der Maas-Reise war von vornherein fest gebucht. Der Außenminister zeigt Präsenz, wo es drauf ankommt. Ob dann noch mehr rauskam? Lück Walpott. Ruhe bewahren, nach vorne blicken. Die Annäherung suchen an einen schwierigen Partner. Maas machte beim Amtskollegen Çavuşoğlu deutlich, dass substanzielle Differenzen bestehen, nicht nur in der Syrien-Frage. Aber er sprach auch das Unvermeidliche aus. Die Türkei bleibt ein wichtiger NATO-Partner. Und in Syrien wurden die Karten jetzt ganz neu gemischt, ohne Europa. Jetzt gehe es um humanitäre Hilfe, die Suche nach einer politischen Lösung, um den Schutz der Bevölkerung. Mit Blick auf die Vereinbarung von Sotschi ist es für uns von überragender Bedeutung, dass wir zuallererst sicherstellen, dass die Waffenruhe hält und auch verlängert wird. Die Türkei sieht sich bei ihrem Einmarsch in Syrien im Recht und von Europa und Deutschland im Stich gelassen. Die Frage nach Kriegsverbrechen der verbündeten Milizen umgeht Çavuşoğlu. Die türkische Armee gehe umsichtig vor, sagt er. Das gelte auch für die Rückführung von Flüchtlingen. Wir werden auch künftig sicherstellen, dass Flüchtlinge nur freiwillig und unter sicheren Bedingungen nach Syrien zurückkehren. Wir erwarten aber auch die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, vor allem Deutschlands und der EU. Und der Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin für eine internationale Schutzzone? Wenig realistisch, meint Çavuşoğlu. Maas greift die Steilvorlage auf, um im fernen Ankara der Kabinettskollegin eine Retourkutsche zu verpassen. Überall wird uns gesagt, es sei kein realistischer Vorschlag. Deshalb nur haben wir die Zeit genutzt, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die wichtig sind für die Menschen in Syrien jetzt.
Eine Wortwahl, die in Berlin beim Koalitionspartner die Fieberkurve steigen lässt. Wirtschaftsminister Altmaier twittert, seit Jahrzehnten ist für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Politiker der Opposition noch der eigenen Regierung kritisiert. Ein sichtlich amüsierter Çavuşoğlu kommentiert das Durcheinander so, da müsse sich die deutsche Seite wohl erst einmal sortieren. Aber das sei ja das Schöne an der Demokratie, dass man zumal in Koalitionen unterschiedlicher Meinung sein könne. In Ankara jedenfalls, so darf man Minister Çavuşoğlu verstehen, werden die Dinge anders geregelt. Und wir bleiben in den Nachrichten in der Region. Russland hat den USA massiven Öldiebstahl vorgeworfen. Dabei geht es um die Pläne, US-Soldaten an ostsyrischen Ölquellen zu stationieren. Das sei internationales staatliches Banditentum, hieß es aus Moskau. Denn das Öl werde gefördert, abgefüllt und außer Landes gebracht. Die USA hatten ihre Pläne damit begründet, man wolle die Quellen vor dem sogenannten Islamischen Staat schützen. 3 Wochen lang haben katholische Bischöfe im Vatikan beraten über Reformen im Amazonasgebiet. Nun haben sie ihre Forderungen in einem Abschlussdokument vorgestellt. So sollen in Ausnahmefällen auch verheiratete Diakone Priester werden können. Außerdem soll eine Kommission die Frage diskutieren, ob und unter welchen Umständen Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können. Was aus den Forderungen wird, entscheidet der Papst. Seit einer Woche gehen die Menschen in Chile auf die Straße. Gestern waren es mehr als 1 Million. Sie wehren sich gegen hohe Preise und extreme Unterschiede zwischen Arm und Reich. Nun zieht Präsident Piñera weitere Konsequenzen. Er werde ein neues Kabinett aufstellen, um den Forderungen zu begegnen. Entzündet hatten sich die Proteste vor einer Woche an höheren Ticketpreisen für die U-Bahn. In Barcelona gab es am Abend heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Polizisten hatten versucht, eine wütende Menge vor ihrem Hauptquartier auseinanderzutreiben. Insgesamt protestierten rund 350.000 Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung gegen die Verurteilung von 9 Separatistenführern. Das oberste spanische Gericht hatte vor 12 Tagen hohe Haftstrafen gegen sie verhängt. Bei Protesten im Irak starben gestern mehr als 40 Menschen und auch heute gab es wieder 3 Tote. Außerdem wurden mindestens 84 Menschen verletzt, vor allem in Bagdad. Insgesamt gingen in mehreren Städten Tausende auf die Straße gegen die Regierung, Korruption und Misswirtschaft. Sicherheitskräfte setzten nicht nur Tränengas ein, sondern auch scharfe Munition. Wir haben das letzte Oktoberwochenende und das heißt, heute Nacht beginnt die Winterzeit. Und das wohl nicht zum letzten Mal, denn die EU-Staaten können sich in Sachen Zeitumstellung nicht einigen. Und weil sie einen Flickenteppich aus Zeitzonen vermeiden wollen, bleibt erstmal alles beim Alten. Morgen früh um 3 Uhr wird also der Zeiger um 1 Stunde zurückgestellt auf 2 Uhr. Und das heißt 1 Stunde länger schlafen ohne Reue. Und dann haben wir noch die Lottozahlen. 1, 2, 11, 17, 37, 44, Superzahl 6. Die Angaben sind ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Der Herbst macht langsam ernst, aber noch nicht überall, zumindest noch nicht morgen. Denn im Süden gibt es noch einmal viel Sonne bei milden 17 bis 22 Grad. Die Mitte dagegen bekommt viele Wolken mit Regen ab. Im Norden scheint bei nur wenigen Schauern auch mal die Sonne. Dort 12 bis 17 Grad. Danach kühlt es auch im Süden deutlich ab. Am Mittwoch werden nur noch 4 bis 11 Grad erreicht. Dabei wird es aber oft sonnig und trocken. Nun empfehlen wir Sven Voss und das aktuelle Sportstudio. Morgen Abend sind wir hier mit den Ergebnissen der Thüringenwahl. Bis dann. Schönen Abend.